Hier sehe ich gerade eine Sache. Net Compact Framework. HTC hat im offiziellen ROM Version 2.0 integriert. Hier wäre es natürlich der erste Schritt, den ich machen würde, wenn ich einen Custom ROM erstelle, diese 2.0 Version gegen die 3.5er zu tauschen oder ersetzen. Ne? Es ist ja sowieso immer das erste, was man installiert, wenn man das Gerät neu einrichtet. Ich hier einfach mal so ein bisschen rum, vielleicht sehe ich zufällig noch irgendetwas, was ich euch mitteilen möchte. Hier im ROM-Ordner würde ich an eurer Stelle zunächst erstmal keine Änderungen vornehmen. Die Kernelgeschichte ist sehr empfindlich, was Änderungen angeht. Da könnt ihr schnell was kaputt machen. Also macht euch, wenn ihr hier was ändert, auf jeden Fall vorher ein Backup. Ansonsten geht das schon mal schnell in die Hose. Ah, hier sehe ich gerade noch Drivers. Hier sind die Treiber für den HD2 zu finden. Ich vermisse jetzt hier allerdings die RGU in dem Ordner. Ich dachte eigentlich, ich hätte alle Dateien sichtbar gemacht. So, da ist er. Hier zum Beispiel ist ein Registrierungseintrag zu finden, der sehr wichtig ist, wie ich finde. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal suchen nach Policies. Hier kann man die Sicherheitswarnung beim Installieren von unsignierten Dateien abschalten, indem ich hier einfach, ich kopiere das jetzt mal eben, das ist einfacher. So, 101a ist das und als Wert eine 1. Wenn ich das jetzt speichere, ist die Sicherheitsabfrage im erstellten ROM grundsätzlich abgeschaltet. In dem ROM, was jetzt hier gerade erstellt wird, aber nicht mehr, weil das ist schon fertig, wie wir gerade sehen. Aber im nächsten ROM wäre das dann so. Gut. Wenn wir jetzt also in den Release-Ordner gehen, haben wir hier das ROM mit einer Größe von 209 MB. Ein paar Dateien, also ein paar Programme haben wir ja rausgelassen. Ich kann jetzt einfach hier den SSPL-Flasher starten und schon geht's los. Ich hoffe, dass ihr viel Erfolg habt und die ROMs, die ihr erstellt, dass die euch gefallen und nach eurer Vorstellung sind. Ich habe im Forum ein paar Tweets erstellt, in denen wir diskutieren können und unter anderem auch Pakete austauschen können, um das ROM-Kitchen zu erweitern. Und wenn wir noch jetzt irgendetwas, wenn noch irgendwas offen ist, dann sehen und hören wir uns im Forum.